Hallo Freunde, heute wollte ich euch mal die Inhalte meiner beiden Hochbeete zeigen. Guckt mal einfach mal rein. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen Kohlrabi-Pflanzen gekauft. Einmal blaue, einmal weiße und einmal eine Kohlrabi-Sorte. Da stand drauf auf dem Zettel Giant. Na, da bin ich immer sehr gespannt. Ich habe also hier in das eine Hochbeet ein paar von den blauen reingepflanzt und ein paar von den weißen. Das andere zeige ich euch auch gleich auch noch. Dann war ich just heute beim Discounter und die hatten so tolle Salatpflanzen, kleine. Da konnte ich einfach nicht widerstehen, obwohl ich eigentlich selber reichlich ausgesät habe. Zeige ich euch dann gleich auch noch. Da ist hier eine Sorte, das ist so eine rote Sorte, die nennt sich Salanova Salat. Den wollte ich irgendwie schon immer haben, schon seit Jahren. Und heute, zack, beim Discounter finde ich so ein 12er-Tray. Und dachte, ich muss die sofort mitnehmen. Dann habe ich hier noch einen Salatkopf. Da sind so, den habe ich schon länger hier im Hochbeet. Da sind so drei Salate zusammen mit einer Wurzel sozusagen. Der wächst auch fleißig, kann man immer mal von ernten. Ringsrum, das sieht man hier nicht, habe ich ganz viel Dill ausgesät. Also einmal ums Hochbeet rum sozusagen. Da sieht man noch nichts. Bin gespannt, ob der hier was wird. Dann habe ich noch ein bisschen frei, Gott sei Dank. Da soll noch ein bisschen Koriander ausgesät werden. Und vielleicht passen da auch noch mal so 3, 4 rote Beete hin. Das werde ich dann sehen. Und hier habe ich noch eine Frühlingszwiebel von letztem Jahr. Die muss dieses Jahr unbedingt blühen, damit ich Samen nehmen kann. Und hier vorne finden wir ein bisschen Schnittlauch noch von letztem Jahr. Der ist wieder wunderschön ausgetrieben. Ja, das wäre quasi das erste Hochbeet. Den Rest von den Kohlrabi-Pflanzen, den habe ich einfach hier ins Beet reingepflanzt. Das sind nochmal so 10 Pflanzen. So, jetzt gehen wir mal fix zum zweiten Hochbeet in den anderen Garten hinein. So, da ist es, das zweite Hochbeet im zweiten Gärtchen. Und ihr seht, steht direkt gegenüber dem ersten Hochbeet sozusagen. Guckt man auch noch mal kurz rein hier. Das ist leider schon voll, war überhaupt nicht so geplant, aber die Salatpflanzen müssen ja auch ihren Platz finden. Also hier oben ist dieser Kohlrabi der Sorte Giant. Ich hoffe, ich habe das nicht alles nicht zu dicht gepflanzt. Werden wir dann sehen, wenn die Kohlrabi-Köpfe Kindskopf groß sind oder wie auch immer. Achso, was man hier oben noch nicht sieht, am Rand dieses Hochbeets, da habe ich ein paar Zwiebeln gesteckt. Ich hoffe, dass die auch kommen. Ja, und hier unten sind nochmal ein paar blaue Kohlrabi, wie ihr seht. Und dann geht es hier mit dem Salat weiter, den ich heute, wie gesagt, beim Discounter erstanden habe. Das ist ein roter Pflücksalat, sieht im ersten Moment so ein bisschen ähnlich aus wie der Salanova, hat oder soll aber dann letztendlich eine andere Wuchsform haben. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es dann soweit ist, wenn man ihn dann ernten kann. So, den Rest der Salate habe ich hier auf dem Balkon gepflanzt, in unsere Balkonkästen. Andere haben da Blumen stehen, wir haben da Salat drin. Das hier links ist der Salanova-Salat. Und hier rechts ist der rote Schnittsalat, jeweils 5 Pflanzen. Ich hoffe nicht, dass das zu dicht ist, das werden wir dann sehen. Ich finde das auch mal sehr interessant, dass diese gekauften Salatpflänzchen, diese kleinen, immer so gut aussehen. Wenn wir mal weiter hier rumgehen, ich habe nämlich auch heute ein paar von meinen eigenen eingepflanzt. Und die sehen immer alle so kümmerlich aus am Anfang. Gut, die werden dann schon im Laufe der Zeit, nur das dauert eine Weile. Also meine Pflanzen sehen nie so toll aus wie die gekauften. Ich habe hier, die ersten zwei sind zwei Rubinett, also zwei, auch drei Schnittsalate. Dann habe ich hier noch einen Schnittsalat, einen grünen Schnittsalat. Hier ganz rechts in dem Kasten ist die Wintermarie, die ich eigentlich nicht so mag. Das ist ein Kopfsalat, der hat so relativ weiche Blätter. Aber ich hatte noch Samen übrig, dann habe ich mal ein paar ausgesät. So, und dann hier gehen wir weiter. Nochmal 4 Salatpflanzen von mir. Da haben wir einmal einen Kopfsalat Maikönigin. Dann noch eine Rubinett und einen Schnittsalat. Und schließlich am Schluss noch einen Zuckerhutsalat. Bin gespannt, wie die sich machen hier auf dem Balkon. Wir sind hier auch kaum auf dem Balkon, deswegen haben wir hier keine Blumen, sondern eben Salatpflanzen.
Da wir meist im Garten sind, sind wir nicht so sehr auf dem Balkon, wollte ich sagen. Okay, was ich hier noch habe, das habe ich jetzt vor, da sieht man noch gar nicht, da habe ich vor etwa 3 Wochen, wie heißen sie jetzt? Frühlingszwiebeln, mein Gott, Frühlingszwiebeln ausgesät. Da ist noch nichts zu sehen. Aber gut, schauen wir mal, ist ja auch noch früh im Jahr. So, und Hasko, wenn du mal deinen Rüssel da wegnehmen würdest, geh mal da weg, Hasko. Ich wollte mal unseren schönen, unsere schöne Petersilie zeigen. Ja, du ist auch schön, Hasko, gell? Ja, du bist auch ein schöner Hund, gell? Jedenfalls, das ist unsere Petersilie und die sieht noch so gut aus von letztem Jahr. Und da ernten wir auch immer fleißig davon. So, und das muss ich euch auch unbedingt noch zeigen. Und zwar habe ich im Oktober oder so habe ich Feldsalat ausgesät und ein bisschen Asiasalate. Dann hatte ich aber irgendwie keine Zeit gehabt, das vorm Winter zu pikieren. Also standen die Pflanzen die ganze Zeit in den Anzuchtschalen draußen bei der Kälte, bei Wind und Wetter herum. Und dann irgendwie mal im Frühjahr, es war Februar, dachte ich, da probierst du es einfach mal, pikierst du mal deine Pflanzen. Und wie ihr seht, ist das irre geworden. Seit 2 Monaten hier drin, dieser Feldsalat in diesen Pötten hier im Folientunnel. Und der wächst und wächst und wächst. Also ich bin maximal begeistert, hätte ich nie gedacht. Erstmal, dass die Pflanzen das überlebt haben den ganzen Winter. Und jetzt hier so wunderbar weiter wachsen im Folientunnel. Hier auf der anderen Seite auch. Hier ist grün im Schnee, das ist auch explodiert in den letzten Tagen. Wahnsinn. Hier nochmal Feldsalat. Hier ist der Mizuna-Salat. Ein leckerer Asialat, der fängt schon an zu blühen. Den muss ich jetzt auch unbedingt ernten. Unbedingt essen. Da ist der Mutard Rouge. So ein roter Mizuna-Salat oder ein roter Asialat. Hier ist so alles Mögliche drin. Und auch hier nochmal Feldsalat. Also da bin ich mega begeistert und da kann man schon ordentlich, dein Abendbrot für Ostern ist gesichert hier, wenn ich hier jeden Abend Salat zu mir nehme. Was bei mir aber ganz komisch ist, ich habe auch in diese Töpfe, die quasi noch mit der Erde von letztem Jahr versehen sind, da habe ich Radieschen ausgesät und das ist irgendwie nichts. Da wachsen immer mal, überall mal so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück, aber irgendwie werden die dann nicht, verstehe ich nicht. Auch im anderen Folientunnel, auch da sieht es auch nicht besser aus. Also ganz komisch mit den Radieschen in diesen Pötten. Mit Radieschen habe ich irgendwie noch nie Glück gehabt, dabei ist das so eine einfache Kultur. Naja, gut. Dafür hier daneben nochmal Feldsalat. Massig. Ja gut, Leute, das wollte ich euch zeigen. Das wäre es auch für dieses Video. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Ciao.